und der unterschiedlichen Gebilde der Wirklichkeit wird damit ausgeschlossen. Das Zusammentreten der Atome ist das Entstehen der komplexeren Gebilde. Das Trennen der Atome ist hingegen das Vergehen dieser selben komplexeren Gebilde. Der Text 49 der Sammlung Mansfeld, ich wiederhole, der Text 49 der Sammlung Mansfeld gibt uns eine Schilderung der Atome und der Gebilde, welche aus der Zusammensetzung der Atome entstehen. Anfang des Zitates: Denn was behauptet Demokrit? Er sagt, in dem Leeren zerstreut bewegen sich Substanzen der Zahl nach unendlich, wie auch teilbar und unterschiedslos und ohne Qualität und für eine Wirkung unempfänglich. Wenn sie sich einander näherten oder zusammenstießen oder verflüchten, so treten einige dieser Einhäufungen als Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder andere als Mensch in Erscheinung. Alle sei Atome, von ihm Gestalten genannt, und weiter sei nichts. Nur einen Moment, ich möchte nur etwas überprüfen, ob ja, gibt es einen kleinen Fehler. Ich wiederhole dieses Zitat. Leider, dieser Fehler ist mir entgangen. Die Atome sind unteilbar natürlich und ich hatte leider eigentlich teilbar geschrieben. Ich wiederhole, es hat sich um einen Fehler gehandelt. Das richtige Zitat ist: Denn was behauptet Demokrit? Er sagt, in dem Leeren zerstreut bewegen sich Substanzen der Zahl nach unendlich, wie auch unteilbar und unterschiedslos und ohne Qualität und für ein Wirkung unempfänglich. Wenn sie sich einander näherten oder zusammenstießen oder verflüchten, so treten einige dieser Anhäufungen als Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder andere als Mensch in Erscheinung. Alle sei Atome, von den Gestalten genannt und weiter sei nichts. Ich Zitat, entschuldige mich für diesen Fehler. Es ist unteilbar, unteilbar. Ich hatte mich versehen in der Schreiben und in dem Schreiben und es ist mir jetzt beim Lesen klar geworden, dass eigentlich unteilbar ist, nicht teilbar. Die Atome sind in der Tat unteilbar, wie auch der Name selbst auf Altgriechisch ist. Atomon ist das Unteilbare. Ich entschuldige mich für diesen Fehler. Die Atome werden in diesem Text als Substanzen gekennzeichnet. Sie sind der Zahl nach unendlich, unteilbar, unterschiedslos, ohne Qualität. Aus den Zusammensetzungen der Atomen stehen Wasser, Feuer, Pflanze, Mensch. Diese letzteren sind eben das Ergebnis von den unterschiedlichen Zusammenbindungen von den Atomen. Die Wirklichkeit ist in ihrer Essenz Atome. Es gibt in der Realität keine weiteren Komponente als die Atome selbst. Der Text 52, ich wiederhole, der Text 52 von Mansfeld bestätigt diese Auffassungen und bereichert das Bild. Ein kurzes Zitat aus Aristoteles Schrift über Demokrit wird die Denkweise jener Leute verdeutlichen. Ja, wir befinden uns schon im Zitat. Demokrit glaubt, dass die ewigen Wesenheiten kleine, der Zahl nach und beschränkt viele Substanzen sind. Für sie nimmt er als Ort etwas anderes an, und zwar etwas, das der Ausdehnung nach unbeschränkt ist. Er benennt diesen Ort mit folgenden Namen: das Leere und das Nichts und das Unbeschränkte und jede der Substanzen mit den Namen das X und das Feste und das Seiende. Er nimmt an, dass die Substanzen so klein sind, dass sie sich unseren Sinnen entziehen, und es kämen ihnen allerlei Gestalten und allerlei Formen und Größenunterschiede zu. Diese verwendet er nun als Elemente und aus ihnen lässt
er die den Augen erscheinenden unwahrnehmbaren Massen entstehen und unterschiedlich sich zusammenfügen. Sie legen im Streit und bewegen sich im Leeren wegen ihrer Ungleichförmigkeit und der übrigen angegebenen Unterschiede. Indem sie sich bewegten, stießen sie zusammen und verflüchten sich, doch diese Verflechtung sei derart, dass sie dadurch noch in Berührung und dich aneinander gerieten. Nie wird eine wirklich einheitliche Substanz dadurch hervorgebracht. Denn es sei völlig unsinnig zu glauben, dass zwei oder mehr jemals eins werden könnten. Dass die Substanzen aber eine, sei es auch beschränkte Zeit zusammenbleiben, erklärte er durch das wechselseitige Ineinanderpassen und sich Anfassen der Körper. Denn die einen dieser Körper seien eckig, die anderen mit einem Hacken ausgestattet, die einen konkav, die anderen konvex und so weiter. Die Unterschiede seien unzählig. Er nimmt nun an, dass sie so lange aneinander festhalten und zusammenbleiben, bis eine stärkere, aus ihrer Umgebung kommende Notwendigkeit sie völlig erschüttert, trennt und zerstreut. Zitat Ende. Noch nicht Ende. Er beschreibt die Entstehung sowie deren Gegenteil, die Auflösung, nicht nur im Falle der Tiere, sondern auch in dem der Pflanzen und der Welten, sowie in dem von allen wahrnehmbaren Körpern überhaupt. Jetzt ist es wirklich Zitat Ende. Ich entschuldige mich für diesen Fehler. Dieses Zitat ist so lang, dass ich selbst mich versehen habe. Die Hauptpunkte der Positionen von Demokrit sind die nachstehenden. Unendliche Wesenheiten existieren, die Existenz von Art wird angenommen. Der Art wird Leeres, Nichts oder Unbeschränktes benannt. Die Substanzen, die Atome werden als das X, das Feste und das Seiende eingestuft. Der Ausdruck X ist eine Wiedergabe des Altgriechischen, das den Ort als das Nichts, die Atome als das Altgriechische Wort für das Altgriechische Wort Nichts ohne die vorangehende verneinende Partikel, sodass eben auf Deutsch X resultiert, wiedergibt. Das heißt, der Übersetzer hat so die Lage wiedergegeben, dass wie im Altgriechischen die Partikel entfernt werden vom Nichts, von dem altgriechischen Wort für Nichts, die Partikel entfernt wird, welche die Negation gibt. Dasselbe wird in der deutschen Sprache gemacht, das heißt, Nichts wird N entfernt. Er hat sozusagen eine Art Proportion zwischen den zwei Sprachen erstellen wollen. Und in der Tat ist es auch so, das heißt, das altgriechische Wort, dieses, das mit X wiedergegeben wird, ist eben in diesem Falle eine Art von Erfindung von demjenigen, der schreibt. Weitere Elemente, welche dem Demokrit eigen sind, sind die folgenden. Die Substanzen ziehen sich den Sinnevermögen, das heißt, sie sind von den Sinnen nicht erreichbar, die Atomen. Die Atomen haben allerlei Gestalten, Formen und Größenunterschiede. Die Atomen befinden sich in einem Zustand der Bewegung in Leeren. Die Gebilde, welche durch die Zusammensetzung der Atome entspringen, sind eigentlich keine fortdauernden Gebilde, denn sie entstehen eben lediglich aus einer vorläufigen Zusammensetzung. Das Bestehende und somit das Fortdauernde werden von den Atomen ausgemacht, sozusagen. Die übrigen Entitäten sind nur etwas Nebensächliches in dieser Perspektive. Die Gebilde entstehen infolge der unterschiedlichen physischen Charakteristiken der Atome. Diese Charakteristiken bewirken eine Lage, in welche einige Atome an andere vorläufig angeklebt werden können.
Die Atome verlieren jedoch niemals die eigene Individualität. Die Gebilde bleiben bestehen, bis wann die Atome aneinander geklebt bleiben. Wenn eine stärkere Notwendigkeit vorkommt, welche die Atome trennt, verfliegen auch die verschiedenen Gebilde. Das Zusammengesetztwerden der Atome ist infolgedessen das Entstehen der Gebilde. Das Getrenntwerden der Atome voneinander ist das Vergehen der entstandenen Gebilde. Diese sind einige der Elemente, welche aus dem soeben zitierten Zitat, zu gewinnen sind, meiner Meinung nach. In diesem Sinne kann auch der Text 53 Mansfeld, kann auch einige Charakteristiken der Struktur der Wirklichkeit uns vermitteln, und nämlich der Text sagt, Leukipp und sein Schüler Demokrit sagen, die Elemente seien das Volle und das Leere, wobei sie das eine als Seiende, das andere als Nichtseiende, hier gibt es etwas, das in der Übersetzung mich nicht völlig überzeugt und möchte das sehen. Nur einen Moment. Ich werde den Text auch hier modifizieren. Der Text der Berichte seiend, es ist eigentlich seiend und nicht seiende. Leukipp und sein Schüler Demokrit sagen, die Elemente seien das Volle und das Leere, wobei sie das eine als seiend, das andere als nicht seiend bezeichnen, und zwar von diesen Elementen das Volle und Hart als das Seiende, das Leere und Fein als das Nichtseiende. Aus diesen Gründen behaupten sie den Hauch, dass das Seiende um nichts mehr existiere als das Nichtseiende. Der Körper bestehe ja auch um nichts mehr als das Leere. Diese Elemente bildeten als Materie die Ursache der seienden Dinge. Und genau wie diejenigen, welche nur eine einzige zugrunde liegende Substanz ansetzen, alles weiter aus den Eigenschaften, Veränderungen dieser Substanz hervorgehen lassen, indem sie das Feine und das Feste als Prinzipien der Veränderung bestimmen. Aristoteles denkt hier an Aximenes. Glossiert Mansfeld, denn dieser Text stammt eben aus einer vertretenen Meinung des Aristoteles über Demokrit. Es ist nicht nämlich von Demokrit direkt geschrieben worden, sondern es ist nur eben eine Auffassung von Aristoteles über Demokrit, welche eben zur Rekonstruktion des Denkens von Demokrit benutzt wird, und deswegen kommentiert Mansfeld, Aristoteles denkt hier an Aximenes. So behaupten auch diese Denker, dass die Unterschiede die Ursache von allen Übrigen sind. Sie reden von dreien dieser Unterschiede, Form und Ordnung und Position. Denn sie sagen, dass das Seine sich nur durch Gestaltung und Berührung und Wendung unterschiede. Hiervon bedeutet Gestaltung, Form, Berührung, Ordnung und Wendung, Position. Es unterscheidet sich nämlich H von N durch die Form, AN von NA durch die Ordnung und Z von N durch die Position. Diese sind die Art und Weisen, die Weisen, nach der Meinung von Aristoteles die Atome sich voneinander unterscheiden. Äh,
Natürlich ist es immer so zu sagen, dass Aristoteles zwar sozusagen gehört werden kann, es ist aber natürlich immer eine Gefahr.